Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Grozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Aude Langlois. Aude, schön, dass du heute bei unserer Show bist. Danke. Liebe Aude, das ist dein erstes Interview in deutscher Sprache. Ja. Ist es auch dein erstes Podcast-Interview? Oder hattest du schon eins? Ich habe einen gemacht, das ist auch noch nicht veröffentlicht. Aha. Aber das ist meine erste deutsche Sprache-Interview. Bist du nervös deswegen? Ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiß, dass ich viele Deutschfehler mache. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Hauptsache, man versteht dich. Gut. Und man wird dich verstehen. Und wenn nicht, dann helfe ich nach. Sehr gut. Dankeschön. Liebe Aude, erzähl doch mal, was du machst. Tolles. Also, ich mache verschiedene Sachen. Es ist immer verbunden mit der Stimme und mit Sound. Und jetzt habe ich neulich meine erste Musik-EP veröffentlicht. 5 Lieder. Oh. Und 2 Musikvideos, die ich zum ersten Mal auf meinen eigenen Namen veröffentlicht habe. Wie toll, das ist bestimmt sehr aufregend. Ja. Und ansonsten habe ich so verschiedene Projekte, auch so mit Musik und Ton und ja, hauptsächlich ist das so. Wie geht denn der Prozess heutzutage, seine eigene Musik zu veröffentlichen? Wie hast du das gemacht? Wie geht man davor? Also es gibt verschiedene Wege. Mhm. Ich habe mich, also erstmal, wenn man so ein Newcomer ist, ist das meistens, man macht es alleine. Mhm. Und es ist auch so heutzutage möglich, ganz viele Sachen so allein zu machen, also ohne Struktur wie ein Label oder Agent. Und ja, ich hab Freundinnen, die ich seit langem kenne. Wir sind so ein bisschen so zusammen so gewachsen in so Berlin, die mir auch so sehr viel geholfen haben, so was Projektmanagement angeht und PR. Weil, also zuerst muss man sein eigenes Projekt ernst nehmen, bevor jemand anders es ernst nimmt. Ja. Also wenn ich es nicht ernst nehme, klar, wie kann ich verlangen, dass jemand anders es auch ernst nimmt? Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich versuche mich jetzt gerade in deine Lage zu versetzen. Wann fängt es an, klar zu werden, dass du dieses Projekt realisierst? Oder wie fängt es an? Fängt es an mit Musik, Klängen? Fängt es an mit Text? Fängt es an mit einer Vision? Wo fängt das für dich an? Also der Kompositionprozess, es ist immer ein bisschen anders, aber meistens kommen Musik und Wörter ziemlich nah aneinander. Ja. Und womit fängst du an? Es kommt darauf an. Also entweder, also immer am Anfang gibt es Wörter und Gitarre. Mhm. Und dann so manchmal ist es wie so ein Paar, die sich verbindet oder nicht. Mhm. Und wenn es sich verbindet, dann ich probiere die Wörter, ich probiere verschiedene Melodien und dann es kristallisiert sich irgendwie. Nehme ich so ein paar Snippets auf, um es zu befestigen. Mhm. Und dann ist das Lied entstanden. Und manchmal geht das bestimmt ganz schnell. Ja. Und manchmal dauert es bestimmt auch ewig, oder? Genau. So stelle ich mir das irgendwie vor, je nachdem wie kreativ, in welchem Flow du bist. Welche Stimmung hilft dir denn am besten dabei, was zu kreieren? Ruhe. Ruhe? Ja. Ja. Ja, wenn ich so, wenn ich einen ruhigen Ort, entweder in mir oder die Umgebung ist,
Also es ist nicht, es ist nicht so, dass ich werde, oh, jetzt schreibe ich ein Lied. Mhm. Und es ist auch nicht, dass ich warte, bis die Muse kommt. Mhm. Also ich schreibe schon jeden Tag. Tatsächlich? Morgens. Ja. Mhm. Ist das ein Ritual von dir, dass du morgens immer was schreibst? Ja. So wie eine Art Tagebuch? Ja. Mhm. Und dann kann ich mich erinnern an meine Träume oder einfach so ablagern. Mhm. Ich weiß nicht, ob man kann das sagen, aber doch. So raus. Mhm. Und dann schreibe ich dann so manchmal auch so Gedichte, aber ohne Druck. Mhm. Es ist überhaupt nicht, um veröffentlicht zu sein, aber wie eine Praxis und so, dass es, so dass die Tür immer offen ist. Verstehe. Ansonsten, wenn man so immer die, also es ist ein bisschen, um rauszugehen von diesem Mythos, von der Genie. Mhm. Ja. Und wenn du die Sachen so aufschreibst, wann liest du die dann wieder? Die Morgen? Also ja, wenn was du morgens so aufgeschrieben nie, hast? Ich lese es nicht. Es ist nur, um deinen Kopf zu lernen? Ja. Und dann ist es nicht so, dass du sagst, ah, ich hatte doch da was Tolles aufgeschrieben. Ist das vielleicht ein Text oder ist es eher die Stimmung oder? Ja, nee, es ist nicht, es ist, also manchmal, wenn, es könnte sein, wenn ich mich entscheide am Ende, ah, okay, jetzt könnte ich was schreiben, aber dann, ich schreibe es wieder in ein anderes Buch, wo es geht nur um Texten. Verstehe. Also ich habe ein anderes Buch, wo ich habe dann, ich sammle die Texte, die ich auch so manchmal auf mein Handy schreibe, zwischendurch. Und dann schreibe ich es wieder da, sodass ich es vielleicht so wieder bearbeite oder Musik dafür schreibe. Oder wenn ich so mit anderen Musikern Musik mache, dann habe ich so schon so Wörter, die ein bisschen so da sind, die eine Stimmung schon geben. Verstehe. Und das ist in welcher Sprache? Meistens auf Französisch. Übersetzt du dann von dem Französischen ein anderes, oder singst du nur Französisch? Also ein Text kommt in eine Sprache. Mhm. Also jetzt, ich habe mehr im auf Französisch geschrieben, weil das war so der Hauptpunkt. Mhm. Mit diesem EP, es ist auch so, es war mir wichtig, so sehr ehrlich zu sein und so, es war wirklich für mich wie eine Neugeburt. Das kann ich mir vorstellen. Und wie es ein musste, Baby. Genau. Ja. Und es musste für mich sein, ja, authentisch. Und es ging nicht um Perfektion, was für mich auch nicht so schwierig ist. Und manchmal, also zurzeit ist die, also ist Schreiben auf Englisch ein bisschen zurück, aber manchmal kommt es auch, aber auf Deutsch noch nie. Vielleicht habe ich einen Text auf Deutsch, aber ich schäme mich ein bisschen. Nein, musst du nicht. Träumst du auf Französisch auch oder träumst du mittlerweile manchmal auch auf Deutsch? Manchmal auf Deutsch und auf Englisch, auch aber sogar hauptsächlich auf Französisch, ich denke. Du kommst ja aus Paris. In der Nähe von aus Paris. Aus der Nähe von, ja, von so weit weg ist 100 Kilometer. Mhm, verstehe. Und du lebst jetzt in Berlin und wie lange bist du denn schon in Berlin? Fast 10 Jahre. Wow. Ja. 10 Jahre. Was hat Berlin bei dir bewirkt, jetzt so rein kreativ für deine beruflichen Geschichten? Also ja, in Berlin kann man sich wirklich immer neu entwickeln, wenn man so eine Idee und Mut und man ist bereit, die Stunden reinzustecken. Mhm. Ja, also ich habe so immer so verbunden mit anderen, mit Leuten, die ich kennengelernt habe, habe ich mich immer so weiterentwickelt. Und weil du sagst, hier ist man bereit, Stunden reinzustecken, ist das woanders nicht so? Oder in Paris oder bei Paris? Nee, also erstmal war ich sehr jung dann, als ich in Paris gewohnt habe. Wie alt bist du jetzt? 33. Okay. Und
Also hier kann man so sehr kreativ sein, aber es kann so auch nur eine Idee bleiben. Man muss doch arbeiten. Hier gibt es auch nicht den Druck, oder? Druck, vielleicht. Oder eher weniger? Ich glaube eher weniger. Was meinst du? Ich weiß es nicht, weil ich bin immer am Machen. Bist du so eine Macherin? Ja. Ja. Was machst du dann so die ganze Zeit? Also morgens schreibst du deine Sachen auf. Ja. Dann spielst du Gitarre. Das wäre die beste Vorstellung. Also ich habe auch so einen Job. Also Teilzeit. Mhm. Und dann... Also zurzeit musste ich ziemlich viel machen für die Promo von der EP und auch so jetzt immer noch, selbst wenn es jetzt veröffentlicht ist. Und es ist auch so eine komische Zeit, um was zu veröffentlichen, weil normalerweise würde man jetzt Konzert machen. Ja, logisch. Stimmt, das fällt jetzt weg, oder? Ja, also es ist immer noch möglich, aber es ist dann nicht so einfach. Als wenn alles ja also offen ist. Man kann es immer noch machen. Aber also man muss sich neu bedenken, wie man die Sachen macht. Kreativ sein, überlegen, wie man vielleicht neue Wege findet. Ja. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, offiziell, in welche Richtung deine Musik geht. Der Genre ist schon französische Chanson. Chanson. Mhm. Aber es war auch so, durch den EP hatte ich Lust, diese Akkordeon zu benutzen und man könnte, also jetzt man kann hören, so, oh, weil es ist ein bisschen Klischee, aber ich habe trotzdem so zum Beispiel Akkordeon benutzt, aber in einem Weg, der nicht klassisch ist, also mehr als Sounds und Soundscapes, sodass es gibt auch so, also dass es ein bisschen so träumlicher ist oder so, ich weiß nicht. Und es gibt dann also ein bisschen so Touches von Jazz und Blues. Es ist schwierig, seine eigene Musik zu sagen, was es ist, aber... Das ist doch eine gute Übung jetzt. Ja. Aber musst du es viel häufiger wiederholen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber auf jeden Fall, wo kann man denn das hören, wer jetzt neugierig geworden ist? Überall. Spotify, Tidal, dieser Apple Music. Also wir werden einen Link auf jeden Fall in den Shownotes zur Verfügung stellen, damit ihr da den direkten Weg findet. Ja. Das solltet ihr unbedingt mal reinhören, klar. Ja, und jetzt habe ich verstanden, wie du die Musik komponierst. Und dann, wie geht es denn aber eigentlich so weiter? Wie machst du denn, wie geht es dann weiter? Dann nimmst du es auf oder geht man dann in ein Studio klassisch? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie macht man denn sowas? Also ja, wenn man die Lieder komponiert hat, meistens kann man so eine Demo machen, wenn man so mit anderen Leuten arbeitet, sodass man sich vorstellen kann, wie es klingt. Und für den EP habe ich so aufgenommen in ein Studio mit einem Freund, mit dem ich mich auch so gut gefühlt habe, um es zu machen, weil ich hatte so für andere Projekte, auch so für diesen Projekt, ein paar Mal probiert, es aufzunehmen mit anderen Leuten. Und ich habe mich immer super nicht so gut gefühlt, weil es ist so intim, wenn man nicht mit der richtigen Person ist, ist es dann, passt nicht, ne? Und ja, dann habe ich die Hauptinstrumente dann mit ihm aufgenommen im Studio und ein paar andere Sachen so einfach bei mir auch im Home-Studio aufgenommen. Dann, wenn alles stimmt und steht, schickt man alles zu jemand anders, der wird das mischen und dann noch, man sagt, so Mastering machen. Das hat auch so ein sehr guter Freund von mir gemacht, den ich auch so eigentlich seit 9 Jahren auch kenne und das war ein sehr schöner Prozess auch, so irgendwie das Kind abzugeben. Ja, verstehe. Ich glaube, das klingt auch für mich alles sehr nach Netzwerk und ich kenne da jemand und jemand kennt jemand und dass man sich da so unterstützt. Ja.
Ja, also jetzt ist es immer noch sehr nah, freundschaftliches Netzwerk. Es geht um Vertrauen. Und das ist, was ein Netzwerk macht. Ja, also das stimmt. Vertrauen und ja, auch so die Pressebilder wurden von einem Freund gemacht. Styling und Make-up, auch von Freundinnen, die man so ja, durch den Leben so kennengelernt hat. Und hast du auch jemanden, der dich so unterstützt und pusht bei den Sachen und dir Energie gibt? Ja, also tatsächlich diese zwei Freundinnen, so Amy und Nicola, die haben so unheimlich viel geholfen beim Projektmanagement und PR. Und dann so alle anderen auch, aber das war, dann hatte ich einen Plan und ich wusste, was zu tun war und wann, weil es ist ganz komisch, immer wenn es geht um ein intimes, wichtiges Projekt, hat man, so, also ich hatte so manchmal so Frozen-Angst, wo ich nicht weiter konnte. Ja, man bleibt so stecken. Ich kenne das auch. Eigentlich weißt du genau, was zu tun ist, aber man ist manchmal so überfordert. Ja, lost oder keine Ahnung. Man hat kein, also ich sage immer, in dem Moment ist dann der Flow weg. Ja. Und dann, wenn du keinen Flow hast, kannst du irgendwie, du weißt, was zu tun ist, aber du kriegst es nicht hin. Da muss man, ich sage immer, ich muss da eine Pause machen und dann später einfach weitermachen. Ja. Nur wenn du so einen Plan hast von Freunden, PR-Plan, Redaktionsplan, wo die Termine drinstehen, dann kannst du das bestimmt viel besser, ja. Weil dann weißt du, okay, es passiert nichts, wenn ich jetzt nichts mache. Ich kann locker einen halben Nachmittag mal nichts tun und morgen ist auch noch ein Tag. Ich glaube, das hilft und das nimmt auch Druck raus. Ja. Ja. Oder macht Druck rein bei Sachen, die schnell passieren müssen. Ja, also, ja genau, es gibt Sachen, die, also man muss einfach durch die Angst, weil, also für mich so die Momente, wo es wirklich, die Momente, wo es wirklich so gehackt, also es war so immer von meiner innerlichen Angst, weil ich habe die Angst zu viel Gewicht gegeben und ich hatte den Druck, weil ich habe auch so mit einem Team gearbeitet für die Musikvideos und dann ich war so, oh, wenn ich es nicht mache, dann ist alles umsonst. Ich muss es machen, ich muss. Und dann, aber ich kann es nicht. Und dann, diese ich muss und ich kann es nicht, das ist terrible. Ja, ist die schlechteste Kombination, glaube ich, die es geben kann. Ja, das eigentlich, ich muss nicht und ich kann. Genau. Und guter Punkt, also das umzudrehen und zu sagen, ich muss es nicht und ich kann es aber. Ja. Genau. Und es geht nicht um die Perfektion, weil so oder so, was ist Perfektion, welche Standards setzt man sich und man muss immer so denken, welche Mittel, man vergleicht sich immer mit jemandem, der Erfolg hat. Also wenn ich höre auf meine Inspiration, wenn ich also so Singer-Songwriterin, so die Erfolg haben, ich musste mich eigentlich vergleichen mit der ersten Sache, die sie veröffentlicht haben. Nicht mit der letzten Album, die sie gemacht haben nach 3, 4, 10 Mal. Mit einem Team, mit den Leuten, die... Weil man arbeitet immer so manchmal mit Leuten, die nicht so gut passen. Aber man muss diese Erfahrung machen, um zu schätzen, auch wenn man arbeitet mit jemandem, der passt. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht und machen ganz viele in unserem Netzwerk, dass man am Anfang eben mit denen arbeitet, die naheliegend sind, wo man einen Kontakt hat. Und erst in der Arbeit stellt man dann fest, ob es passt oder nicht. Und dann muss man für sich den Zeitpunkt finden, wo man sagt, wenn es nicht passt, okay, ich brauche jetzt jemand anders für diese Aufgabe, weil es geht so nicht mehr weiter. Schlimm ist nur, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dann da für jemand auch zu finden,
der das kann. Weil ich glaube, solche kleinen Detailaufgaben, so Experten sind nicht leicht zu finden. Und dann steht man erstmal auf einem Schlauch und dann stoppt das ganze Projekt. Wie machst du das? Gehst du da schon? Baust du den Plan B schon vorher auf, bevor du kommunizierst, dass es nicht mehr geht? Oder bist du eher emotional? Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ich bin auf jeden Fall mit dem Projekt einmal so ganz stecken geblieben. Ja. Und ich habe das Team also sehr kurzfristig gesagt, weil ich habe nicht auf die Zeichen gehört, dass es für mich so zu viel war, weil es war während der Corona-Zeit und ich dachte, ich habe voll viel Zeit und ich arbeite nicht genug und ich mache nicht genug und bla bla. Und ich dachte, wenn nicht jetzt, dann nie. Aber ich hatte nicht genommen, dass es war einfach so eine sehr, sehr komische Zeit, wenn man nicht weiß, wann man seine Familie sehen kann. Wie schlimm ist diese weltweite Pandemie? Und man hat die ganzen Routinen sind weggefallen. Und man merkt, oh, eigentlich bin ich sehr müde und ich brauche eigentlich einfach auszuruhen. Und dann, ich habe so einfach so weiter gemacht, aber ohne Joy, also nur weil es, und dann, ich konnte nicht mehr und das war nicht so cool. Und dann habe ich mich ein bisschen ausgeruht und dann so, okay, jetzt der erste Single und die Video kommt raus, an diesem Zeitpunkt, egal wie. Es kommt raus. Bist du da bei dem Plan, also quasi bei dem PR-Plan, hast du festgehalten an dem PR-Plan? Ab diesem Punkt, ja. Also ab diesem Punkt, ich war so, okay, jetzt, es gibt keine Ausrede mehr. Und also keiner war böse mit mir, weil es war, also es war nicht böse von mir, aber wenn man so an der Initiative eines Projekts ist, dann muss man auch irgendwie die Verantwortung nehmen, dass es läuft und dass man ist in der Lage, dass es läuft. Ich kann mir das so vorstellen, weil es ist dein Projekt, alle sind da für dich, nur du funktionierst nicht, das ist wahrscheinlich ein Riesendruck dann. Ja. Also, was Quatsch ist, weil es ist ja nachvollziehbar, was da mit dir passiert in der Zeit, aber ich glaube, man kann sich das ganz schön blöd reden. Ja, und dann ich habe es so neulich begriffen, warum so viele Leute diesen Projekt auf die Beine mit mir machen und warum? Liebe. Wie schön. Eigentlich nur so. Ja. Also sie mögen die Musik und auch so, was wir um die Musik gebaut haben. Aber ja, es ist ja einfach reine Liebe und man muss es annehmen. Du hast recht. Und was ist eure Vision bei der ganzen Sache? Also ich möchte auf jeden Fall einfach weitermachen, dass es wächst, ja, neue Lieder machen und einfach weiter schöne Momente zu machen. Und auf jeden Fall, wenn ein Konzert möglich sein wird mit gleich allem und ein kleines Fest, weil die ganze Release war dann Corona. Ich wollte nicht was organisieren, weil es war, ich wollte keiner in Gefahr machen auch, dass wir alle treffen und so. Dann habe ich sowas gemacht am Park und dann war ganz schön, aber auch sehr klein, was auch gut ist. Ja. Aber ich freue mich, wenn ein Konzert möglich ist.
Und ja, das glaube ich dir, weil so diese Verbindung zum Publikum und die Reaktion ist bestimmt spannend, oder? Ja, das und die Lieder zu am Leben zu machen. Wie viel Bühnenerfahrung hast du oder was für Bühnenerfahrung hast du? Ich habe mit verschiedenen Bands gemacht, mal als Sängerin, mal als ich habe so Synthes auch gespielt für eine kanadische Band. Ich habe auch so ab und zu für andere Sängerinnen die Gitarre gespielt. Mhm. Ganz anders, aber nie richtig groß. Ich denke, also vielleicht, ja. Ja, ich weiß nicht, also. Das heißt nicht richtig groß. Also nicht mehr als 200 Leute. Das ist doch toll. Das ist doch nicht wenig. Ja. Und hast du nicht so eine Vision mit deinem Album, zu sagen, ich möchte vor so und so vielen Menschen? Nee, das nicht. Ich. Was treibt dich an? Einfach nur die Musik. Einfach nur so weitermachen und näher rangehen an was ich höre in meinem Kopf, um es zu realisieren. Und so diese kleine Welt zu machen. Und ich freue mich sehr, wenn ich so Rückmeldungen habe, so, also jetzt immer noch so von Freunden oder von Bekannten, die sagen, ja, es ist so. Also das habe ich erlebt, während ich deine Musik gehört habe, oder es ist so diese Welt und das treibt mich eigentlich, dass ich so diese kleine Welt so schaffen kann. Es wäre doch ganz toll, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie auch deine Musik und deine Videos gesehen und gehört haben, wenn sie dir vielleicht schreiben und sagen, das hat mich so und so berührt, das hat mich in diese Welt entführt. Ja, ganz spannend, oder? Ja, das ist für mich so die schönste Sache, das, warum ich es mache. Wie toll. Und hast Verbindung du, auch. Und hast du eigentlich auch ein musikalisches Vorbild? Ein paar. Also auf jeden Fall lasse ich mich inspirieren so von Frauen, die auch so Lieder schreiben, wie Françoise Hardy. Auch ich mag auch so Emily Simon, die hat auch so ganz viel mit Technik gearbeitet. Und ich habe eigentlich so schon eine Liste, aber jetzt ist es schwierig. Ja, aber es sind ja schon ein paar Namen. Ja, auch so, es gibt ein Album von Emiliana Torini, der ich höre immer ab und zu seit vielen Jahren, so Fisherman's Woman, auch ganz minimalistisch und sehr viel mit Emotionen verbunden. Ja, so in der Richtung. So, die Richtung klingt aufregend. Ja, sag mal, was ist denn dann so für dich der allergrößte Erfolg, den du bisher in deiner beruflichen Laufbahn erlebt hast und warum? Okay. Also dieses EP zu machen, schon. War schon, ja. Jetzt sind wir jetzt gerade am Höhepunkt. Ist das nicht toll? Ja, das, also dass man hat so 5 Lieder, die haben ein Bild für jedes und wir haben auch so analog Polaroid-Fotografie gemacht und 2 Videos, sodass es so rund ist und fertig an sich. Und dann auch, dass ich parallel so viel Leben haben kann mit Sound. Also ich habe auch so ein Parallelprojekt, Ikeo, mit Linda, einer Freundin. Und da gehen wir richtig rein in der experimentelle Seite und in dem Klang und sehr, so ein bisschen stärker, so laut. Und
dann dazu habe ich so letztens so der Ton gemacht für ein Dokumentar für Arte. Mhm. Und ich habe das Gefühl so, okay, jetzt hat diese Jahre von Lernen, von Beobachten, von sich anstrengen, es hat sich gelohnt. Ich bin an einem Punkt, wo jetzt ich habe so Kopf über Wasser, mhm, und ich kann die Vision anfangen. Irgendwie. Toll. Das ist schön. Und die Vision? Die Vision hast du aber noch nicht artikuliert. Stimmt. Das ist ein Punkt, den ich dann weiterentwickeln muss. Ja, die Vision ist das. Ich es mehr und mehr professionalisieren kann. Mhm. In der Sinne von, mit dem Release, es war so ganz do-it-yourself. Mhm. Und ich möchte gern, dann es kommt ein Punkt, wo ich selber jemanden bezahlen kann, der sich um die ganze PR, Projektmanagement sich kümmern, sodass ich mich konzentrieren kann auf die Musik. Sehr schön. Und dass ich noch mehr mein Handwerk. Ja, dass du dich konzentrieren kannst, fokussieren kannst auf das, was du kannst, ja, auf deine Kernkompetenzen, ja, und dass das Drumherum dir jemand abnimmt, der, ja, professionell mit den Sachen umgehen kann. Dann die ganze Zeit, die man verbringt, in sich überlegen, welche Post auf Social Media und warum und wie geht es weiter und so und so, ist, es nimmt super viel Zeit. Unwahrscheinlich viel Zeit. Man kann dann nicht alles 100% machen, wenn man alles selber macht. Aber ich stelle mir vor, dass diese Vermarktung jetzt auch sehr wichtig ist. Ja. Wie gehst du da vor jetzt? Es war dann auch so eine Sache, die war sehr wichtig in Anspruch zu nehmen, weil ich war schon so am Anfang, also ich hätte lieber so kein Bilder von mir gemacht, nichts. Und die Leute reagieren auf ein Gesicht und ich singe. Also wenn ich mich nicht zeige, ja, es fehlt. Aber ich dachte, oh, es ist narzisstisch, mich zu zeigen und so. Und ich bin immer so am Kämpfen mit diese Sachen. Aber ich habe es jetzt für mich ein bisschen so. Ich bin in eine Ruhe gekommen, mhm, irgendwie, dass es, also das ist eine Facette von mir. Mhm. Und es ist nicht, weil ich mich präsentiere auf Social Media, dass die Leute haben Access zu mir. Ja, es ist ganz wichtig, also es ist ja das Thema Personal Branding, um das es in unserem Podcast auch geht. Und wenn du eine Personal Brand schaffen möchtest, dann brauchen die Menschen auch eine Sichtbarkeit. Genau. Weil wenn, ja, du nicht sichtbar bist du nicht vorhanden. Genau. Mhm. Ja. Und hat das dann Klick gemacht irgendwo? Ja. Ja. Ich hat denke, dir das jemand einreiben müssen oder hast du es selber? Nee, ich musste es verstehen von anderen Leuten. Und ich denke, es hat auch so sehr viel geholfen, so diese Pressfotoshooting mit Oliver Blom, der ist Fotograf in Berlin. Und das, wir haben so diese, also wir waren zu viert mit der Stylistin Nico Sutter und die Make-up-Artist Adriatica Body Art. Ich kann sie euch den Link auch so, ja, geben. Können wir alle verlinken. Ja. Weil wir hatten so einen schönen Tag, wir waren am See und es war so alles so spielerisch, dass ich konnte also mich reinlassen, mhm, und dann ich habe diese Bilder gesehen und ich war so, oh, ich finde die schön und ich, weil es ist so alles ein bisschen verträumt auf diese alte Polaroid-Sachen, ja, und dann ich war so, okay, das ist ich, das ist die Musikerin jetzt, mhm, und ich bin okay damit, es ist okay jetzt. Sehr schön. Dafür gibt es ja Stylisten, die dann das äußerlich mit dir und dich äußerlich so gestalten, damit du dem, was du also ausdrücken willst, ja, nahe kommst. Genau. Ja. Sehr schön. Und also mit Nicole kennen wir uns auch so fast seit 10 Jahren. Also sie kennt mich auch gut. Und
mit Oliver auch. Und dann es war nur so, okay, ich möchte nicht, dass es zu hippie aussieht, aber es also gleichzeitig, die wussten auch, dass es jetzt nicht so voll der Mode-Ding sein wird. Und dann es war mit nicht so vielen Wörtern. Und dann, wir hatten noch Spaß. Und wie schön. Ja. Sag mal, was war denn dann so die größte Herausforderung für dich jetzt in deinem beruflichen Leben? Hatte das auch was mit der letzten, mit deinem Release zu tun? Oder hast du was ganz Allgemeines, Berufliches, wo für dich schwierig war oder ein unerahntes Hindernis, das du mit uns teilen möchtest? Was, mit was ich immer noch zu kämpfen habe, ist so zu... Also einen Preis zu geben, zu was ich mache oder machen kann. Sehr wichtiges Thema, ja. Ja, und wenn ich rede mit vielen Frauen, ich habe das Gefühl, dass dieses Imposter-Syndrom so ganz verbreitet ist bei Frauen und dass man sich untervermarktet. Unter Wert vermarktet. Genau. Mhm. Und ja, man muss es nicht mehr machen. Also, so manchmal, wenn man so gefragt ist für einen Preis, es ist super schwierig, so der, okay, wenn ich diesen Preis gebe, habe ich das Gefühl, ich bin gut bezahlt für was ich mache, aber es ist viel. Wow, bin ich das wert? Nein? Ja, also dieses, für mich, es ist so schwierig, so der Wert von mich selbst nicht zu koppeln mit dem Marktwert, also mit Geld oder was ich produziere. Das auch so zu trennen. Und weil ansonsten ist es nicht mehr fair und genau. Und wie löst du das dann? Wie kommst du zu deiner Preisfindung? Orientierst du dich an anderen in deinem Stadium oder geht das nach Aufwand oder machst du Marktrecherche? Wie gehst du davor? Ja, ich frage mich herum, ich lese auch und dann ich denke so, okay, was ist der Aufwand? Wie viele Stunden mache ich das? Wie viele Stunden, so wenn es geht um einen Dreh oder so, oder ein Event, wie viele Stunden bin ich am Set, wie viele Vorbereitungsstunden und dann mache ich einen Preis pro Stunde. Und dann rechnest du es hoch. Und dann ich gucke, okay, das ist okay, oder das ist viel zu wenig. Und dann, wenn die sagen, weil meistens ist es so, ah, wir haben fast kein Budget. Und dann manchmal, entweder ist das Projekt ein Herzprojekt und man will es trotzdem machen oder es lohnt sich nicht und man muss Nein sagen. Wie ist das? Schwierig. Aber Nein sagen ist dann Platz für was anderes. Ja, und den brauchst du auch für deine kreativen Prozesse. Also das heißt, du machst eine Kalkulation für deine Zeit. Gehst du dann auch noch mal her und vergleichst mit dem Markt, ob das so gängig ist oder? Also meistens habe ich, weil ich schon die Recherche gemacht habe, dann weißt du schon ungefähr, ja. ob das passt oder zu hoch oder zu niedrig ist. Ja, aber in Berlin die Realität ist oft eine andere. Da sind so viele. Berlin ist so verwöhnt in puncto, ich bekomme Leistung für umsonst oder wenig Geld. Ja. Auf der einen Seite, wenn man selber am Anfang ist, ist das sehr, sehr hilfreich, damit man überhaupt vorankommt. Ja. Und später ist es dann aber auch irgendwie schlecht, weil man dann kein Geld damit verdient, wenn man dann selber auch hängen bleibt. Also da einen guten Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und man möchte ja auch zurückgeben. Du hast es ja am Anfang auch bekommen. Und dann, so geht es mir zumindest, und dann möchte ich natürlich auch zurückgeben. Ja, genau. Ja. Und da zwischen dem einen und dem anderen Extrem muss man seinen Weg finden, seinen Preis finden. Also ich stelle mir vor, dass es für Kunst sehr, sehr schwierig ist. Bei Produkten ist es noch ein bisschen einfacher. Da kann man sich orientieren an den Kosten und so weiter. Ja. Aber bei Dienstleistungen oder bei Kunst, da wird es dann schon schwieriger. Ja. Ja, denke ich mir. Ja. Ja, wow.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt, was du noch loswerden möchtest? Nee, ich denke, es ist gut. Dann freue ich mich sehr, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast, liebe Oth. Danke für die Einladung. Gerne doch. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich wünsche dir super, mega, giga viel Erfolg. Danke. Mit deinem neuesten Release. Dankeschön.